Hey ho Leute und willkommen zu einem neuen Video. Und heute schauen wir uns mal das Seemannsgarn Schleierbann an. Ist diesmal jetzt wieder eins von den normalen, weil ich bin ja jetzt fertig geworden mit den ganzen Sea of Thieves, mit diesen Disney Tall Tales. Obwohl, doch, Jungfernfahrt hatte ich schon mal gemacht. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall. Schleierbann, ich zeige euch hier wieder, wie ihr alle Sachen bekommt. Es gibt einen Hut und eine Kanone. Die Kanone sieht ganz cool aus, der Hut, sage ich jetzt mal nicht so. Ja, wo starten wir das Ganze? Das Ganze starten wir, ist egal auf welchem Außenposten, wir müssen allerdings immer hier zum mysteriösen Fremden, und zwar befindet sich das hier rechts von ihm, hier auf dem Tisch, und dann haben wir hier genau das Seemannsgarn auch schon gestartet. Ein paar wichtige Infos zu den Logbüchern sind: erstens, ihr könnt die immer holen während des Seemannsgarn, es ist egal wann, also ihr solltet das nicht zu spät machen, ihr könnt es aber auch direkt am Anfang machen. Die ganzen befinden sich hier auf V7, Devil's Witch, Außenposten, Ancient Spire, Plunder Outpost und hier auf N13, dort diese geheime, nicht markierte Insel, befindet sich dort. Da gehen wir jetzt gleich nochmal überall hin und ich werde euch zeigen, wo ihr die auf den jeweiligen Inseln finden könnt. Sind wir dann bei der Insel in N13 angekommen, befindet sich das Logbuch direkt hier drüben. Wenn ich mich bewegen könnte, genau. Befindet es sich direkt hier am Strand, neben so ein paar Steinen. Vielleicht kann man sich das besser vorstellen, wenn man um die Insel rumschwimmt, befindet sich nämlich hier das Wrack. Und genau dort befindet sich dann das Logbuch, genau. Ebenfalls müssen wir allerdings auch noch zum Heck des Schiffes, denn dort befindet sich der erste Erfolg, als auch die Notizen, die wir brauchen, um zum Schleierbann zu gelangen. Das zweite Logbuch befindet sich hier auf dem Ancient Außenposten. Wenn man hinter dem Schwarzmarkt hier rausgeht, über die Brücke, findet man hier das Logbuch. Sind wir dann auf Devil's Witch angekommen, nähert ihr euch am besten auf der nordöstlichen Seite der Insel, denn hier ist es am einfachsten, dorthin zu gelangen. Wir springen hier direkt rüber zum Strand und gehen hier, wo uns die Fackeln so einen Weg markieren, hier hoch und dann hier rüber zur rechten Seite und rennen dann geradeaus durch. Hier, wo diese Kanone steht, befindet sich nämlich direkt hier drüben das dritte Logbuch. Auf V7 angekommen, am besten hier so westlich an die Insel rangehen, dann einfach hier rüber dashen. Ein bisschen weiter rein müssen wir, dann kommen wir zu einem kleinen Schuppen, in dem ein paar Kisten stehen. Und unter anderem ist in einer der Kisten natürlich auch das Logbuch. Hier genau, wenn wir jetzt hier den Strand entlang gehen, hier auf der linken Seite befindet sich hier so ein kleiner Schuppen und hier ist das Logbuch, der Schleierbann drinne. Und das letzte Logbuch befindet sich hier auf dem Plunder-Außenposten in dem Ruderboot hier. Nicht das hier unten, das ist ein anderes, aber das könnt ihr auch mitnehmen. Das hier meine ich nämlich die Shores of Gold und damit haben wir dann auch schon alle Logbücher. Sind wir dann an der Kiste angekommen, wo uns das Seemannsgarn hinführt, so können wir jetzt mit dem Totem, was wir bekommen haben, zu der entsprechenden Insel, wo wir hin müssen, um dann jetzt endlich den Schleierbann zu kriegen. Sobald wir dann hier angekommen sind und die Flammen angezündet haben, seht ihr schon, dass es anfängt zu fluten. Okay, das backt hier gerade ein bisschen, wie es hier. Naja, nichtsdestotrotz müssen wir hier auf diesen vier Tafeln, die wir hier drehen können, oder diese Würfel, immer das Symbol nehmen, was immer ganz oben oder in der jeweiligen, ja, wie sage ich das, Stufe des Buches ist. Also hier in dem Falle ist das erste der Schleierbann und dann kommt dreimal diese Typen mit den Schwertern in der Hand. Und das habe ich jetzt hier einmal gemacht. Ich glaube, ihr versteht das einfach nicht. Ich lasse es einfach gut sein, genau. Das müsst ihr einfach dreimal machen und sobald ihr das gemacht habt, geht dann das andere Rätsel weiter. So, genau. Haben wir das dann jetzt einmal geschafft, müssen wir hier immer diese Markierungen befolgen. In dem Falle ist das jetzt hier vor dem Teich. Und vor zwei Steinen. Das merke ich mir jetzt und gehe mal kurz dorthin und suche das. So, ich habe das Medaillon jetzt gefunden. Es war dort hinten vergraben. Ich renne jetzt gerade auf den Skelett schon weg. Davon brauchen wir jetzt drei Stück. Und da
dann geht's weiter. So, Medaillon Nummer 3 ist auch da. Und jetzt öffnet sich der Tresor, beziehungsweise diese coole Tür. Und wir haben den Schleierbahn. Woo! Ja, das bringen wir jetzt noch zurück zum Außenposten und dann sind wir fertig. So, das war's dann noch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zeigt es mir gerne anhand eines Abos, wenn ihr auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!